Hallo Freunde und Freundesfreunde und die, die es noch werden wollen. Ich habe heute ein ganz spezielles Video für euch, nämlich 8 Dinge über das Leben, die ich gern vor 10 Jahren gewusst hätte. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Ich muss sagen, ich war noch nie so wissbegierig wie heute, aber vor 10 Jahren war das noch ganz anders. Mit 18 wollte ich nicht viel über das Leben wissen. Gesunde Ernährung war nie ein Thema und Sport auch nicht. Eigentlich habe ich nur von Wochenende zu Wochenende gelebt. Ich wollte einfach nur Spaß haben und feiern gehen. Aber in den letzten 10 Jahren hat sich einiges verändert. Ich habe einmal die Welt umrundet, ich habe in anderen Ländern gelebt und gearbeitet, ich habe neue Kulturen kennengelernt und ganz viele neue Menschen getroffen. Das hat mich natürlich geprägt und meine Sichtweise verändert. Und das Wichtigste, ich wurde zu dem Menschen, der ich jetzt bin. Ich möchte euch heute 8 Dinge mitgeben, die ich gern vor 10 Jahren selbst gewusst hätte. Kommen wir auch schon zum ersten Tipp, nämlich Sport. Weil es einfach glücklicher macht. Sport ist da, um sich weiterzuentwickeln, um neue Freundschaften zu schließen und einfach mal sich selbst zu fordern. Wer jeden Tag Sport macht, fühlt sich einfach fitter und vitaler. Man kommt auch viel besser aus dem Bett und hat einfach viel mehr Energie für den Tag. Tipp Nummer 2. Fehler sind gut. Niemand ist von Anfang an perfekt, ob in der Beziehung, im Beruf oder wenn es um die Ernährung geht. Anfangs macht man einfach Fehler und daraus sollte man lernen. Tipp Nummer 3. Höre auf dein Herz. Wir werden ständig von anderen beeinflusst, ob von den Eltern, von den Lehrern oder von den Freunden. Die Meinung kann ja auch gut gemeint sein, aber letztendlich gehen wir unseren eigenen Weg und leben unser eigenes Leben. Was bedeutet, wir müssen gucken, dass wir glücklich sind. Nicht deine Eltern, deine Freunde und schon gar nicht dein Lehrer. Ich hole mir ja auch gerne Meinungen von anderen ein, aber letztendlich höre ich immer auf mein Herz. Tipp Nummer 4. Dankbarkeit. Ich frage mich oft, warum wird Dankbarkeit nicht in der Schule beigebracht? Es gibt nämlich nichts Besseres, um glücklich zu sein, wenn man einfach mal den Moment genießt und dankbar dafür ist. Tipp Nummer 5. Geduld. Leider kommt nichts von heute auf morgen. Die meisten erfolgreichen Menschen haben einen steinigen und harten Weg hinter sich. Wenn ihr etwas erreichen möchtet, dann habt Geduld und arbeitet an euch. Tipp Nummer 6. Verbringe Zeit mit Menschen, die dich lieben und inspirieren. Eure Zeit ist kostbar, also verbringt am besten Zeit mit Menschen, die euch inspirieren und weiterbringen und nicht runterziehen. Kommen wir auch schon zum 7. Tipp. Erledige die Dinge selbst. Wenn wir etwas haben wollen oder erreichen wollen, dann müssen wir selbst etwas dafür tun. Andere können uns zwar unterstützen, aber letztendlich sind wir selbst für unser Handeln zuständig. Nur so kommt man im Leben weiter. Kommen wir auch schon zum 8. und zum letzten Tipp. Die kleinen Dinge im Leben. Ein Lächeln, die Sonnenstrahlen, besonders jetzt im Winter oder einfach ein Abend mit Freunden. Diese kleinen Momente im Leben machen es lebenswert. Ja, dann war es das auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und hier habe ich euch noch ein Video verlinkt, nämlich 5 Tipps für ein besseres Leben. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert doch auch gerne meinen Kanal. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video online kommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon wieder beim nächsten Mal. Macht's es gut, macht's es besser. Tschüssikowski, Leute.